Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und damit herzlich willkommen hier zur ersten Videofolge für den Porsche 917K. Und ja, ich möchte von Anfang an gleich nochmal kurz was loswerden, und zwar zwei Punkte, die mir erst im Nachhinein aufgefallen sind mit Korrespondenz mit den Anbietern. Und zwar die 321 Teile, die vorne auf dem Karton draufstehen. Die beziehen sich tatsächlich nur auf diese reinen Basisteile. Da sind keine Schrauben oder irgendwelche Stifteteile mitgezählt. Ja, also das müsste alles noch mit oben drauf rechnen, und dann kommen wir ungefähr so an die Stückzahlen, die tatsächlich auch andere Fullcats haben, so um die 700 Teile, 800 Teile. Denn ja, mit den ganzen Kleinteilen kommen wir dann natürlich auf so eine Summe. So, dann zweite Sache. Ich hatte im Unboxing-Video was von einem Gutschein erzählt. Und zwar habe ich mir nochmal den Gutschein geben lassen, beziehungsweise generieren und natürlich auch verlängern lassen. Ihr habt jetzt ab dem Moment, wo das Video läuft, bis Ende September 2024 mit dem Code DEFMA15 quasi die Möglichkeit, bei Hornby direkt im Shop unter dem Porsche teilen. Natürlich, da gibt es ja noch viele andere Modelle, nicht nur im Porsche. Gibt es ja auch Lamborghini und glaube ich auch ein älteres Formel 1 Auto. Und natürlich auch Display Cases. Könnt ihr natürlich mit dem Code DEFMA15 natürlich nochmal ordentlich ein paar Rabatte rausschlagen und ein paar Prozente rausholen. Und ja, die Gelegenheit möchte ich euch natürlich geben als meine Zuschauer. Und ja, deswegen bekommt nur ihr als Zuschauer natürlich auch diesen Code. Genau, also wenn ihr vorhabt, was bei Hornby unter Porsche was zu kaufen, dann nutzt einfach meinen Code dafür. Bis Ende September 2024 ist der gültig. So, und mit der Bauphase ist das Ganze hier ein bisschen komplizierter, als ich mir es von Anfang an vorgestellt habe. Macht aber nichts, denn ich habe mir tatsächlich mal die ganzen Teile der ersten Seite mal rausgesucht, wo wir grob den Motorenblock anfangen. Und zwar sind die Teile tatsächlich über sämtliche Beutel verteilt. Ich habe es jetzt so gemacht für mich, dass ich die Teile mir tatsächlich alle hier mit einem roten Punkt markiert habe, welche ich in dem jeweiligen Bauschritt schon bei mir auf dem Tisch liegen habe. Also wie zum Beispiel hier so kleine Teile, die man aus dem Gussass ausschneiden muss, oder Teile, die separat einzeln verpackt sind. Oder aber auch braucht man natürlich hier aus den Blistern auch ab und zu ein paar Teile, beziehungsweise dann auch den Schraubenbeutel. So, und die Teile habe ich mir dann entsprechend alle markiert. Hier habe ich jetzt noch vergessen, mir die Schrauben rauszusuchen, aber das mache ich gleich. Zum Ablauf des Videos oder des Baus würde ich vorschlagen, dass ich tatsächlich das Ganze entweder, das muss ich mir gleich mal noch überlegen, wie ich es mache, entweder in Fotos festhalte, oder ich mache das Ganze als Timelapse, also als Zeitraffer, dass ihr das quasi einfach nur im Schnelldurchlauf seht, also im schneller vorgespult Modus. Denn das Ganze tatsächlich hier zu moderieren und die Teile immer rauszusuchen, das wird hier nicht funktionieren. Das würde vielleicht in einem Livestream funktionieren, aber nicht in einem Video, wenn ich tatsächlich für 5 Teile 5 verschiedene Beutel durchsuchen muss, um die entsprechenden Teile rauszuholen. Ja? Also das schon mal gleich vorweg. Es wird keine Videoanleitung geben, sondern tatsächlich das Ganze nur im Zeitraffer. Wie gesagt, ich habe für die erste Seite alle Bauteile hier schon auf dem Tisch. Setze das Ganze dann quasi einmal im Zeitraffer für euch zusammen. Macht es für mich natürlich leichter, die entsprechenden Teile rauszusuchen, weil ich dann kann ich einfach immer kurz auf Pause drücken und das Ganze dann fortsetzen. So, und genau, für die späteren Bauabschnitte können wir das Ganze natürlich dann schon ein bisschen dokumentiert machen, wenn wir dann einzelne Baugruppen haben, die dann zu einer Baugruppe zusammengefasst werden, wie zum Beispiel hier hinten im Getriebebereich, im Motorbereich. Wir fangen ja nicht mit dem Motor, sondern mit dem Getriebekasten an. Da können wir sowas dann machen, ne, dass man das Ganze dann verschiedene Baugruppen zu einer zusammensetzen. Das kann man dann natürlich mit Dokumentation tätigen. So, also, ich würde sagen, ich habe schon wieder zu viel geschnattert und würde euch entsprechend jetzt einmal kurz mitnehmen auf die Reise des Porsche 917K.
Ja, der erste Teil des Motors ist dann soweit ja mal zusammengesetzt, ne? Ihr habt, denke ich, im Schnelldurchlauf grob gesehen, dass das Ganze doch sehr schnell geht im Vergleich zu den anderen oder zum anderen Modell, wo wesentlich mehr Kleinteile waren. Also ich meine mich zu erinnern, alleine die Zylinder hier, wo der Fächerkrümmer reingeht, das bestand, glaube ich, nur aus einzelnen Baugruppen. Hier haben wir eine große Baugruppe, die wir nur befestigen. Finde ich sehr lobenswert. Ich finde aber auch den Detailreichtum trotzdem gut, obwohl wir so wenig Bauteile haben. Ne? So, genau, also im letzten Schritt habe ich noch den Verteiler eben im Video drauf gemacht. Und ja, also ich bin echt begeistert. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man hier aus so einem Bausatz, wo man tatsächlich nicht nur schraubt, sondern tatsächlich auch viele Teile klebt, habt ihr ja gesehen, dass ich teilweise die Metallteile alle mit Sandpapier angeschliffen habe, damit der Sekundenkleber einfach besser greift. Gerade bei Metall ist es wichtig, dass ihr die glatte, lackierte Fläche einmal anraut. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass es sich so gut bauen lässt. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht oder zwischendurch mal enttäuscht auf der Reise bis zum fertigen Modell, sondern dass dieses gut durchdachte und wirklich passgenaue Konzept hier sich bis zum Ende wacker schlägt. Genau, und in dem Sinne wünsche ich mir natürlich, dass ihr einfach zur nächsten Videofolge wieder reinschaltet, wenn es dann weitergeht hier am Motor. Und zwar dann hier auch an der Lichtmaschine und den ganzen Trobaro, was hier zum Motorblock natürlich noch dazugehört. In dem Sinne, falls ihr das Modell auch habt, viel Spaß beim Nachbauen. Falls ihr es noch kaufen möchtet, schaut gerne bei Hornby Hobbies unter Pocher vorbei und nutzt da gerne den Code DEFMA15 für einen satten Rabatt. Also in dem Sinne, ich bin dann jetzt erstmal raus und sage da Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.